It's your boy. Hoffentlich behalte ich meinen Rank. Die Mission für heute. Hallo. Oh. Ist es den Rank irgendwie zu halten? Ich denke, also ich bin mir zu 99% sicher, dass wenn ich jetzt noch einen Loose bekomme, dass der LE dann wieder am Start ist. Ich habe mir einen Nuke für diese Eroberung ausgesucht. Ich hoffe, das war kein Fehler. Die Mates sehen da schon mal ganz gut aus von den Namen her. Guck mal, das sind Red Oxy, Johnny Skins. Oh. Wir versuchen dann, wenn's Rush, die Bombe ist nicht nach vorne geworfen worden. Oh, Schissel. Um Gottes Willen. Wir versuchen es jetzt mal auf Ramp. Oh, weh. Nun ja, dennoch ein herzliches Willkommen wieder an alle Neuen. Wir haben auch gestern wieder ordentlich gemacht auf dem YouTube. Ja, hallöchen. Die Tutorial-Reihe wird weitergeführt, aber eben nicht jeden Tag. To outside one down. Weil, ja, jeden Tag ist es sicherlich irgendwann lame, wenn halt immer nur Tutorials kommen oder Podcasts. Da muss doch ein bisschen Action folgen, ja? I'm kind of retarded. Ich sag euch, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. One on spot, he's down. Okay, I'm planting four behind. Okay, ich hab ihn gesehen. Ich geh jetzt schön mit AWP raus und wir gucken mal, was wir da so gebacken bekommen. Also die kommen ja doch recht schnell ran, die Gegner. Vor allem da in Main drin, also ja. Schauen wir mal, ob die IOP-Skills etwas am Start sind. Hallo? Der steht da drin mit meiner... Oh fuck. Where is he? I headshotted him through the box, he's in the garage. Outside down. Hier lieber wieder weg, jetzt wo die AWP gefallen ist. Aber es sind schon wieder alle anderen gefallen. Das ist halt jetzt echt... Durham. Ich glaube, hier ist einer. Okay. Fuck, Alter. Kein Plan, was ich mit der Smoke machen wollte. Gewinnen sicherlich nicht. Door. Nein. Oh mein Gott. Behind us, ramp. One ramp. He's down there. Komm, mate. Ah. Schade. Hätte nicht beide facen müssen, aber ich hätte auch rausgehen sollen. Ich wurde gecallt. I am only him. He's molly now. We can go. Go, Power Rangers. Ist hier einer. Oh, scheiße. Bahach. Fuck, Alter. Nein. Zu spät realisiert, dass der da unten steht, Alter. Schissel. Ich habe eben mein Mausband hier rumgerissen. Daran merkt man, dass man etwas zu wenig Kabel hat, ne? Wenn man ein bisschen weiter nach rechts muss. Ich spiele ja mit einem ziemlich niedrigen Sense. Und dann reißt man ja schon das ganze Setup zusammen. Ich gebe mir jetzt gerade mal ein bisschen mehr Kabel. Jetzt habe ich ein gutes Stück, Alter. Oh! Hihi. I smoke for a bomb. He's close. I molly him. He's molly. Oh. Ich wollte gerade wegrennen, dann kommt er da rausgerannt, der Grasdackel. Scheiße, Alter. Oh, aber sie geben mir ständig die Orb. Die paar Shots, die ich gemacht habe, haben ihnen wohl gereicht, mir als AWPler zu vertrauen. Okay. Jetzt habe ich ja genug Mausbunche zum Flicken. Scheiße, Alter, die zeigen sich nicht. Die stehen da drin in Main und... Nice. Ja, he's heaven. Molly him from outside. Na gut, das war jetzt eine Pistol Round von ihnen. Jetzt kaufen sie, denke ich, auch wieder komplett voll. Sie hätten auch gerne außen rushen können. Ich war eigentlich rechtzeitig da. Das hätte ein schönes Killfest gegeben, aber... Na gut. So, komm. Oh, yeah. I think he's under. Yeah, he's under me. He's on B. Ich höre ihn da hardcore steppen unter mir. Immer schön ansagen, Leute. Ganz wichtig. Immer ansagen. Und schon mal da. Wir haben sie schon mal aufgeholt. Gut. Outside, wie immer keiner. Vorhin war doch eine AWP draußen gestanden. Ich habe den einmal gekillt. Und jetzt hat er überhaupt keine Lust mehr, oder was? Das war's jetzt für ihn, Outside. Das enttäuscht mich jetzt stark irgendwie. I'm going A. He's down. Alter, die haben gerade no... Die haben gerade no fucking chance, ey. Die verstecken sich auf A. He's down. I think that's the way then. Okay. He's out one. Oh, nice try. Ich kann einfach keine closen AWP-Shots machen, außer anzoomt. Wenn ich close jemanden stehen habe, bin ich ein Vollhorst. Ich muss unbedingt direkt dann auf Deagle oder auf meine Pistol halt wechseln, weil ich damit eindeutig besser bin auf die Range wie mit der AWP. Ich habe gegen den Baum gespielt und verloren. Meine Aufgabe ist es zu versuchen, die Orb zu holen oder zumindest meinen Körper dann da reinzuschmeißen. Oh. Das war einer der wichtigsten Punkte, die ich gestern angesprochen habe. Geduld. Der wäre tot gewesen. Hätte ich einfach weiter reingescoppt, aber ich hör auf. Idris hat es auch unter dem letzten Video geschrieben, dass ich da sehr abgebaut habe, was meine Geduld angeht. Früher hätte ich viel länger Dinge abgeaimt, aber jetzt kann ich es nur noch ein paar Sekunden und dann höre ich sofort auf. Das wäre ein hundertprozentiger Kill zu unseren Gunsten gewesen. Auch an einem schlechten Beispiel kann man lernen. Das ist ein riesiges Manko in meiner Spielweise. Ich bin so hibbelig. Sicherlich tauche ich dann vielleicht auch ab und an mal irgendwo auf, wo ein Gegner überhaupt nicht damit rechnet und habe ihn dann dadurch. Aber leider ist es die meiste Zeit so, dass ich die Fresse poliert bekomme, weil ich rumhibbel. Ob er das macht hier, der Kollege? Hello there. Oh. Oh my God.
Man hat den Gegner ja so close gehört, das war vollkommen klar, dass er direkt an der Tür steht. Da hat er wirklich gegambelt. Are they gonna be? Nice, incoming. Oh, Alter, wie sie reinballern, Jungs, nice. Die übernehmen den Carry aber hart, ey. Alter, das ist schon mal nicht schlecht gewesen. Jetzt pass auf, jetzt kommen sie bestimmt Ramp, darum der Molly, damit ich vielleicht die eigene Festung etwas zurückstellen kann. Mach dich los, ha? Ramp ist open now. Outside down. Nice. Übrigens, meine Damen und Herren, vielen, vielen Dank für eure Kommentare. Gerade bei den Tutorials und Podcasts ist es sehr, sehr edel, wenn man da eben auch andere Ansichten bzw. hinzugefügte Sachen und so weiter lesen kann. Und natürlich auch generell vielen Dank für die Kommentare. Ich freue mich über wie ein Schnitzel, wenn ich die dicken Kommentarzahlen sehe. Alle tot? Oh, nee. Na, fuck. Hallo, Motherfucker. Oh! Nur noch zwei. Bei mir kommt wieder keine Sau, geil. So, und jetzt kommt der Ramp. Nice Bomb down Ramp. Er snackt sie mir echt weg. Putz, Alter. Immerhin den einen Nudelkopf da geholt. Heidenei. Ey, ich hock auf dem Trockenen. Throw in fire. One ramp. Aus dem Haus. Oh, noch einer. Shit. He's down. Bomb down. Sorry, I was too slow. No, no, sagte Alter. Wir sind fucking Bros, verstehe ich. You're not my friend, you're my brother, my friend. Das sind sie einfach. Das sind die Peacemaker. Ich weiß genau, wenn du das hier siehst. Hockst du da und machst so. Mit einer Zigarre vielleicht. Easy peasy. Ist grrrr. Ah! Baby, baby. Wisst ihr was? Ich stell mich nicht dahin. Nee. I'm coming, leider. He's down. Und es kommt wieder keiner. Ramp, okay. 4 bis 6 Wochen später. Bump down, nice. In secret. Ramp is still clear. I'm gonna rotate. I'm gonna leave ramp open now. Ich geh jetzt mal ganz kurz hoch. Glotz auf A. Aha. Gut, okay. Es ist echt edel, dass die Jungs so reinklatschen. Ich mache jetzt halt nicht arg viele Punkte, weil es bei mir halt wirklich hier nach toter Hose müffelt. Und Punkte werden wichtig für den Rank, aber ja. Win is win. I'm gonna rotate to A. He's catwalk on A. He's heaven. Above you. Orange. Alter, schissel mal whistle. Da, oh mein Gott. Ja, nice. Ihr habt es ja mitbekommen, wenn ich bei Ramp gehe, dann sage ich, Ramp is open now. Das müsst ihr zwingend sagen. Weil da oben kann eigentlich niemand hin. Wenn A und außen, thank you, gesichert sind, dann ist alles im grünen Bereich. Vielleicht wurde das gesagt und ich habe es nur überhört, das ist natürlich möglich. Man könnte auch sagen, hey, du hast noch eine Map, du kannst einfach gucken, wo deine Mates stehen, klar, natürlich. Aber dann ist natürlich der Fokus nicht mehr so auf dem Rest. Incoming. Ich krieg nichts, Alter, fucking nichts. Naja gut, dann ist zumindest die City-Seite ziemlich kurz, was das Video angeht. Die ganze Wartezeit schneide ich natürlich raus. Meine Güte, kann dir nicht mal irgendwas passieren? Are they going B? Okay. I'm gonna stay ramp and watch B. Bomb down B. Double door. Batzer! Aber jetzt gibt's einen Ramp Rush. Passt auf, Alter. Der wird sich sowas von gewaschen haben. Ich hab schon Angst. Ich hoffe, ich kann die alle aufhalten. Endlich. Auch wenn jetzt bei Ding keine Kills mehr rumkamen bei CT. Aber ich denke, der Eagle ist erstmal gesichert. Zumindest bis zum nächsten Los. Meine Damen und Herren, wir sehen uns dann heute Abend wieder im Livestream ab 22 Uhr. Und vielen Dank an euch für eure Aufmerksamkeit, für die Kommentare, für die Likes. Und nochmal obendrauf ein großes Dankeschön an die Kanalmitglieder und die Patreons. Bis später im Stream. Muah.